Dieses Video für euch entsteht natürlich hauptsächlich aus dem Grund wegen des Oberlandesgerichtes Karlsruhe, was entschieden hat, dass ein Touchscreen in einem Kraftfahrzeug als Handy gilt, also als elektronisches Gerät. Dementsprechend dürft ihr es während der Fahrt nicht mehr verwenden. Was daraus wird, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber zweitens mache ich das Video einfach mal für euch, damit ihr wisst, was ihr alles mit der Sprachsteuerung beim Tesla alles steuern könnt. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, das Handschuhfach zu öffnen über den Sprachbefehl. Handschuhfach öffnen. Beim Thema Sprachbefehl für den Scheibenwischer, was ja ganz, ganz wichtig ist, allein schon wegen dem Oberlandesgerichtsurteil aus Karlsruhe. Also das ist auch ganz, ganz einfach verstellbar, und zwar Scheibenwischer an. Jetzt steht hier schon Scheibenwischer 2 von 4. Ja? Das heißt, wir können Scheibenwischer Stufe 4. Das ist der Scheibenwischer auf Maximum. Ihr könnt zwischen Stufe 1, 2, 3, 4 unterscheiden und ihr könnt Scheibenwischer Automatik. Dann ist der Scheibenwischer auf Autoeinstellung. Scheibenwischer deaktivieren. Dann ist er aus. Dann haben wir noch die Möglichkeit, natürlich die Sitzheizung zu aktivieren. Sitzheizung aktivieren. Jetzt sagt er vordere Sitzheizungen und hintere Sitzheizungen. Das heißt, im Grunde genommen sind jetzt alle angeschaltet. Sitzheizungen deaktivieren. Alle Sitzheizungen sind aus. Sitzheizung Fahrerseite aktivieren. Vordere Sitzheizung auf hoch eingestellt. Jetzt hat er beide genommen. Ich denke, man kann das auch noch anders sagen. Sitzheizung Fahrer anschalten. Fahrersitzheizung auf hochgestellt. Jetzt hat er wirklich nur meins hochgestellt. Das andere ist jetzt noch an, weil ich es nicht deaktiviert habe. Also man muss so ein bisschen spielen, welche Befehle man geben muss, aber ich werde sie euch noch alle aufschreiben. Sitzheizungen deaktivieren. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, die Lüftung. Lüftung aktivieren. Und die Lüftung geht automatisch an, so wie man das vorher mal eingestellt hatte. Ich bin jetzt zum Beispiel auf 1. Lüftung stärker stellen. Die Lüftergeschwindigkeit um 4 erhöht. Das heißt, wir müssen jetzt auf 5 sein und wir sind auch auf 5. Lüftung erhöhen. Lüftung niedriger. Temperatur auf 20 Grad. Klimaanlage anschalten. Klimaanlage ausschalten. Umluft aktivieren. Also funktioniert alles, sogar Umluftbetrieb. Umluft deaktivieren. Auch das funktioniert. Das sind so mal die grundlegenden Einstellungen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die man braucht während des Fahrens, ja, damit man nicht dauernd da dran ist. Das Navigationssystem sollte ja eigentlich vorher eingestellt werden, aber auch das können wir noch während der Fahrt machen, wobei, wie gesagt, klüger ist es, im Vorneherein es einzustellen. Navigiere mich Laguna Badeland. Funktioniert auch einwandfrei.
Im Grunde genommen muss ich ja jetzt nur noch losfahren. Navigieren, abbrechen. Auch das funktioniert, die Navigation wird angehalten. Also ihr müsst so gut wie nichts machen. Spiegel einklappen. Ihr könnt sogar auf Sprachbefehl die Spiegel ein- und ausklappen. Spiegel ausklappen. Was haben wir denn noch? Also Fenster kann man verriegeln. Fenster verriegeln. Fenster entriegeln. Kamera anschalten. Schließe Rückfahrkamera. Dashcam öffnen. Oh, jetzt wollte ich gerade die Dashcam öffnen und der sagt, dieser Befehl ist noch nicht verfügbar. Das ist doch mal geil. Was haben wir noch? Ladeanschluss öffnen. Okay, Ladeanschluss wurde geöffnet. Das heißt, sogar das könnt ihr machen. Ladeanschluss schließen. Also ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Einblick bekommen über die Funktionen, die ihr über den Sprachbefehl machen könnt. Das heißt, ihr müsst euren Touchscreen gar nicht benutzen während der Fahrt. Ich werde auf das Thema nochmal detaillierter eingehen, einfach weil ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Funktionen. Die muss ich aber auch erstmal rausfinden. Und dann werde ich euch das natürlich alles noch schön dokumentieren und in einem neuen Video zusammenfassen. Aber das erstmal, also keine Panik, ihr könnt euren Tesla immer noch ganz normal benutzen und glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht.